Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer kleinen Videoreihe zum Thema Kurvenintegral bzw. Linienintegral. Und zwar geht es dabei um Folgendes. Wir haben eine Linie bzw. eine Kurve, die sich irgendwie durch den Raum windet und diese Kurve startet mal im Punkt P1 und endet im Punkt P2. Und wir wollen jetzt eben über diese Kurve ein Integral bilden, eben das sogenannte Kurvenintegral. So. Erste Frage, die man sich wahrscheinlich stellt, warum macht man sowas? Wo ist jetzt Sinn und Zweck bei der Sache? Und dazu nehmen wir ein ganz anschauliches Beispiel, und zwar überlegen wir uns, wir haben ein Teilchen und wollen dieses Teilchen von dem Punkt P1 über diesen Pfad zum Punkt P2 befördern. Und gleichzeitig haben wir aber noch ein Kraftfeld, was zwischen den beiden Punkten wirkt. Das heißt, in jedem Punkt hier, den wir hier haben, wirkt eine bestimmte Kraft F von S auf das Teilchen. So. Das heißt, in jedem Punkt haben wir hier irgendwo eine Kraft, die kann so aussehen, die kann so aussehen oder wie auch immer, eben an jeder Stelle verschieden. Die ist Abhängigkeit von dem Ort, wo ich mich eben gerade befinde. Und da wir eben das Teilchen jetzt eben durch dieses Kraftfeld befördern wollen, brauchen wir dafür eben eine bestimmte Arbeit. Und wir wollen jetzt eben mit einem Linienintegral herausfinden, wie viel Arbeit wir denn für diese gesamte Wegstrecke hier benötigen. So, dazu stellen wir jetzt folgende Überlegungen an. Wir fangen erstmal an, uns zu überlegen, was Arbeit überhaupt ist, und da kommen wir schnell drauf, und zwar ist Arbeit nichts anderes als Kraft mal Weg. Also W ist gleich F mal S. So, jetzt haben wir hier aber keine skalaren Kraftwerte und auch keine skalaren Streckenstücke, sondern wir haben eben Vektoren, das heißt, wir müssen die Kraft als Vektor betrachten und eben auch die Strecke als Vektor betrachten und haben dann hier eben zwei Vektoren im Skalarprodukt als Arbeit. Ja, also hier zwischen F und S steht ein Skalarprodukt und wir müssen die Kraft und die Strecke eben als Vektoren betrachten. Nun ist die Frage, wie komme ich auf die Arbeit über dieses gesamte Streckenstück hier? Dazu trifft man folgende Überlegungen. Wir fangen jetzt mal im Punkt P1 an und überlegen uns, okay, wir nehmen mal an, im Punkt P1 wirke die Kraft F von S1. So, diese Kraft wirke da. Und jetzt überlegen wir, okay, wenn ich in diesem Punkt ein winzig kleines Wegstückchen, das markiere ich jetzt hier mal rot, ein winzig kleines Wegstückchen nach rechts gehe, dieses Wegstück nennen wir mal ds, dann kann ich annehmen, dass wenn dieses Wegstückchen klein genug ist, sich die Kraft auf diesem Wegstückchen nicht ändert. Ja? Wir sehen ja hier, die Kraft ändert sich mit der Zeit, hier sieht sie so aus, hier sieht sie so aus. Aber wenn ich wirklich nur ein winzig kleines Wegstückchen nach rechts gehe, dann kann ich annehmen, dass diese Kraft für dieses Wegstückchen eben annähernd konstant ist. Und dann kann ich sagen, okay, Arbeit berechnet sich über Kraft mal Weg. Also kann ich sagen, die Arbeit, die ich für dieses kleine Wegstückchen brauche, ist nichts anderes als die Kraft F von S1 mal das kleine Wegstückchen, das ich gegangen bin, also mal ds. So. Damit hätten wir die Kraft für dieses kleine Wegstückchen berechnet. Das ist natürlich schon mal ein Anfang. Um die Kraft über den gesamten Weg zu bekommen, müssen wir jetzt vom Prinzip her immer so weitermachen. Und zwar sind wir jetzt ja hier in diesem Punkt. Auch in diesem Punkt wirkt wieder eine Kraft, die nennen wir F von S2. Und jetzt kann man sich auch wieder überlegen, okay, wenn ich ein winzig kleines Stückchen jetzt hier weitergehe, wieder ein winzig kleines Stückchen ds, dann kann ich auch wieder sagen, okay, die Kraft bleibt auf diesem winzig kleinen Wegstück konstant. Und ich kann sagen, auch für dieses kleine Wegstückchen benötige ich eben die Arbeit von F von S2 mal ds. So. Soweit, so gut. Jetzt hätten wir hier die Arbeit von zwei kleinen Wegstückchen berechnet. Wir wollen aber, wie gesagt, die Arbeit über diesen gesamten Weg. Und die bekommen wir jetzt eben, indem wir das jetzt immer so weitermachen, indem wir jetzt hier immer weiter kleine Wegstückchen berechnen, erhalten wir immer dann die Arbeit für diese kleinen Wegstückchen. Und wenn wir die Gesamtarbeit haben wollen, dann müssen wir einfach all diese kleinen Wegstückchen aufsummieren. Das heißt, ich muss jetzt hier immer Plus rechnen und komme dann schließlich auf die Gesamtarbeit. So, da ich jetzt hier keinen unendlos langen Term hinschreiben möchte, kann man das eben schön als Summe schreiben. Und zwar sage ich, okay, ich bilde die Summe vom Punkt P1 zum Punkt P2, sage ich jetzt einfach mal so salopp, und zwar summiere ich immer die Produkte aus F von SI, nenne ich es mal, mal DS. So, das summiere ich und so komme ich dann schließlich eben auf meine Gesamtarbeit, wobei wir eine Sache noch beachten müssen, und zwar müssen wir noch deutlich machen, dass DS eben ein winzig kleines Wegstück ist. Und das machen wir mit dem Limes, indem wir eben sagen, okay, der Limes von DS soll eben gegen 0 streben. Das heißt dann auf gut Deutsch, wir gehen immer nur winzig kleine Wegstücke und können von daher auch annehmen, dass die Kraft sich auf diesen Wegstücken eben nicht ändert. So, wer sich mit Integralen ein bisschen auskennt, der sieht, dass das hier, der Limes von, wie sieht denn das aus? Von ds
gegen 0. Dass der Limes von ds gegen 0 mal die Summe von bla 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 nichts anderes ist als ein Integral. Und zwar kann ich das hier eben auch als Integral schreiben, und zwar als Integral von p1 nach p2 von f von s mal ds. So. Ja, das hier ist einfach, das hier ist vom Prinzip her nichts anderes als ein Integral. Genau dasselbe macht euch ein Integral auch, wenn ihr mal drüber nachdenkt. Und von daher kann man dann überlegen, okay, dann kann ich das hier auch gleich als Integral schreiben und sage eben, okay, das ist Integral von P1 nach P2 von der Kraft F von S mal ds. So. Jetzt haben wir also einen schönen Ausdruck gefunden für unsere Arbeit, die wir eben benötigen, um ein Teilchen aus dem Punkt P1 in den Punkt P2 zu bringen. Und das ist jetzt eben auch schon das sogenannte Kurvenintegral bzw. Linienintegral. Jetzt wäre es natürlich noch schön, wenn wir das ein bisschen vereinfachen könnten, denn ich kann mir vorstellen, dass damit viele Probleme haben werden, weil hier hinten zum Beispiel ein Vektor steht und weil hier ein Vektor steht und ja, ist halt eben nicht so schön. Und wir müssen das jetzt eben noch ein bisschen umformen. Das machen wir jetzt wie folgt, und zwar überlegen wir uns, wir betrachten ja eben diese Kurve hier, dieses Wegstückchen hier. Und jetzt müssen wir uns eben überlegen, okay, wie kann ich dieses Wegstückchen denn überhaupt ausdrücken? Dafür lässt sich dann meistens eine Funktionsgleichung finden. Ich kann dann zum Beispiel sagen, okay, ich kann diese Strecke ausdrücken als s von t und dann eben einen bestimmten Funktionsterm hinschreiben, der eben genau diese Kurve hier beschreibt. Das hat dann folgende Eigenschaften, da ich zum Beispiel sagen kann, okay, zu einem Zeitpunkt t0 ist die Kurve an dem Punkt p1 und zu einem Zeitpunkt t1 ist die Kurve an dem Punkt p2. So. Wenn ich so eine Funktion gefunden habe, die diesen Weg einigermaßen gut beschreibt, aber was heißt einigermaßen gut, am besten perfekt, dann kann ich das hier in meinem Integral nutzen. Und zwar kann ich sagen, okay, ich habe hier ja das Integral von p1 nach p2 von f von s. Und jetzt schaue ich mal, dieses f von s, was ist das eigentlich? Das sind alle möglichen Kraftvektoren, die hier auf der Kurve wirken. Das heißt, alle möglichen Kraftvektoren, die praktisch auf dieser Funktion hier wirken. Das heißt, anstatt f von s zu schreiben, kann ich jetzt auch einfach schreiben f von s von t. Ja? Und dann kann ich statt p1 nach p2 auch einfach sagen, ich integriere von t0 nach t1. Ja? Weil s von t ist ja an der Stelle t0 nichts anderes als p1 und s von t ist an der Stelle t1 nichts anderes als p2. Von daher kann ich das gerade so ersetzen. So, mal ds, damit hätten wir schon mal ein bisschen was vereinfacht. Und jetzt kommt noch der zweite Streich, und zwar erweitern wir jetzt hier einfach mal dt durch dt. Dann kommen wir nämlich auf das Integral von t0 nach t1 von der Kraft f von s von t mal ds durch dt mal dt. So, was hat uns das gebracht? Das hat uns Folgendes gebracht, und zwar, dass wir diesen Ausdruck jetzt hier mit drin haben, ds nach dt. Denn das hier ist nichts anderes als die Ableitung von s nach der Zeit, also s Punkt von t. Ja, dieser Ausdruck hier, nichts anderes als die Ableitung von dem hier. Ich nehme ein winzig kleines Streckenstück und teile das durch ein winzig kleines Zeitintervall und halte dann entsprechend die Ableitung nach der Zeit. Also vom Prinzip her, ds nach dt, nichts anderes als s Punkt von t. So, das heißt, ich kann das hier auch in meinem Integral ersetzen, kann also sagen, okay, das hier ist das gleiche wie das Integral von t0 nach t1 von f von s von t mal s Punkt von t mal dt. S Punkt kann man hier übrigens auch als Geschwindigkeit auffassen. Ich teile hier ein Streckenstück durch einen Zeitintervall, das heißt, man könnte auch sagen, das ist die Geschwindigkeit, mit der sich das Teilchen bewegt. Könnte man auch so formulieren. Und ja, jetzt habe ich eigentlich ein relativ schönes Kurvenintegral gefunden. Ich integriere hier über einen Zeitintervall von t0 nach t1 und zwar das Skalarprodukt aus der Kraft an der Stelle s von t mal die Ableitung von s von t mal dt. Und das Integral kann man jetzt relativ einfach lösen. Das werden wir, denke ich, mal gleich im Beispiel sehen, und ich hoffe, du bist auch dabei. Bis gleich.